Alle David-Lynch-Filme fühlen sich ein wenig traumhaft an, aber Inland Empire ist purer, unterbewusster Surrealismus. Ein filmischer Fugenzustand, der über 3 Stunden dauert. Es ist, als ob man direkt in Lynchs schlimmste Albträume gestolpert wäre. Der Film ist ein undurchdringlich langsamer Abstieg in eine Welt voller roter Lichter, Umgebungsgeräusche und digitaler Kameraarbeit. Während man Lynchs Avantgarde-Genie immer zu schätzen weiß, wirft Inland Empire mehr Fragen auf als Antworten. There are a group that performs traveling shows in the Baltic region. What's that got to do with you? Für einige Fans klingt das nach einer großartigen Erfahrung, aber für die meisten Kinobesucher fühlt sich Inland Empire wie die schlimmste Reise der Welt an. Es lohnt sich definitiv, es einmal anzusehen. Aber wenn es vorbei ist, seid ihr vielleicht zu überfordert, um es noch einmal zu versuchen. In The Killing of a Sacred Deer spielt Colin Farrell einen Herzchirurgen namens Stephen Murphy, dessen Vorliebe zur Flasche zu greifen zum Tod eines Patienten beitrug. Stephen weigert sich, sein Fehlverhalten zuzugeben, und das lässt den Sohn des Patienten, einen ungewöhnlichen Teenager mit dem Namen Martin Lang, einfach nicht ruhig da sitzen. Your son told me that you've got lots of hair under your arms, 3 times more than I do, and that you've got a very hairy back and a very hairy belly. An Martin ist jedoch etwas faul. Folglich offenbart er seine gottähnliche Kraft, um an Stevens gesamter Familie Rache zu üben. Als Teil seiner Rache sagt Martin, dass Steven alle Familienmitglieder an eine mysteriöse Krankheit verlieren wird. Sie werden gelähmt und dann wollen sie nicht mehr essen. Und wenn sie anfangen, aus ihren Augen zu bluten, sterben sie. Steven kann diese Seuche nur aufhalten, indem er ein Mitglied seiner Familie tötet. Der Film wird noch dunkler, als sich die Familie gegeneinander stellt und argumentiert, warum wer nicht derjenige sein sollte, der stirbt. Die Verzweiflung, der Verrat, das Blut, alles ist so grausam und mündet in einem der verstörendsten Höhepunkte, die jemals gefilmt wurden. The Killing of a Sacred Deer ist ein kraftvoller Film, den man nicht mehr als einmal sehen will. Stattdessen will man einen Fluch über den aussprechen, der einem den Film überhaupt empfohlen hat. The only thing I can think of as close to justice. Kill List erschien im Jahr 2011 und folgt Jay, einem Attentäter, der in schwere Zeiten geraten ist. Er hat Geld- und Beziehungsprobleme und ernsthafte posttraumatische Belastungsstörungen. Die Dinge beginnen sich jedoch zu bessern, als er einen Auftrag bekommt, 3 leichte Ziele auszuschalten. Immer wenn er auftaucht, um sein Opfer eine Kappe aufzusetzen, danken sie ihm für das Privileg, von seiner Hand sterben zu dürfen. Es ist mehr als ein wenig beunruhigend. Und bald wird Jay klar, dass er sich in einer okkulten Verschwörung befindet, die viel Blut und einige wirklich große Opfer erfordert. Kill List ist ein totaler Angriff auf die Sinne. Es ist nicht nur einer der spannendsten Filme, die jemals gedreht wurden, sondern ist voller verstörender Sequenzen. Der letzte Showdown mit einer Gruppe nackter Heiden ist reiner Albtraumstoff. Jedoch sind es die letzten paar Minuten, die euch zum Schwanken bringen werden. Arachnophobie, aufpassen! Wenn 8-beinige Kreaturen euch in Schrecken versetzen, dann solltet ihr vielleicht von Enemy wegbleiben. Unter der Regie von Denis Villeneuve ist dieser unheimliche Thriller voller Spinnenbilder. In einem krankhaft gelben Farbton spielt in Enemy Jake Gyllenhaal die Hauptrolle als College-Professor, der eine beunruhigende Entdeckung gemacht hat. Nachdem er einen bestimmten Film ausgeliehen hat, sieht er darin einen Schauspieler, der genauso aussieht wie er. Schließlich kollidieren die beiden Doppelgänger und sagen wir mal, sie werden keine guten Freunde. Schauspieler Gyllenhaal ist ein düsterer und gewalttätiger Mann und zieht den depressiven und müden Professor Gyllenhaal tiefer und tiefer in sein Netz der Finsternis. Gyllenhaal spielt 2 Rollen und lässt eure Haut kribbeln, wobei seine Figuren alle möglichen unappetitlichen Aktivitäten ausüben. Enemy ist ein Film, der euch wahrscheinlich unwohl und unruhig fühlen lässt. Und das sogar noch bevor es zu der absolut grauenhaften Schlussszene kommt. Never know how your day is gonna turn out. Auf der Grundlage eines tragischen Ereignisses erzählt Nächster Halt Fruitvale Station die Geschichte von Oscar Grant, einem 22-jährigen Mann, der 2009 von einem Polizeibeamten der Bay Area Rapid Transit getötet wurde. Wir beobachten, wie sich Oscar mit seiner Tochter bondet und sich mit Fremden verbindet. Wir sehen ihn lächeln und lachen, voller Leben. Sicher, er hat einige Probleme, aber er ist ein aufrichtiger Typ, der versucht, die Dinge zu verbessern. Und es tut weh zu wissen, dass er diese Chance niemals bekommt. Regisseur Ryan Coogler leistet einen hervorragenden Job. Oscar nicht nur als Statistik, sondern als lebenden, atmenden Menschen zu zeigen. Er liebt, empfindet Schmerzen, macht Fehler und beeinflusst so viele Menschen. Aber alle seine Chancen für eine bessere Zukunft werden zum Erliegen gebracht, als ihm ohne Grund in den Rücken geschossen wird. Er lässt ein Kind, eine Freundin und eine Mutter zurück. Ein Mensch verblutet am Neujahrstag und wenn Nächster Halt, Fruitvale Station, zu Ende geht, sind wir nicht nur depressiv, wir trauen um ein viel zu früh genommenes Leben. In Manchester by the Sea spielt Casey Affleck, Lee Chandler, einen Handwerker,
Handwerker, der sich von der Welt abgeschottet hat. Die einzige Zeit, in der er mit Menschen interagiert, ist, wenn er an der Bar Schlägereien sucht. Lee wird jedoch gezwungen, herauszukommen, als sein Bruder an einem Herzstillstand stirbt. Selbstverständlich muss Lee in seine Heimatstadt zurückkehren, um die Beerdigung zu arrangieren und sich um seinen Neffen Patrick zu kümmern. Schließlich erfahren wir, warum Lee seine Heimatstadt hasst und warum er eine deprimierte, wütende Hülle eines Mannes ist. Eines Abends, nach einer Nacht des Trinkens, löste Lee versehentlich ein Feuer aus, das seine beiden Kinder tötete. Unfähig, mit den Schmerzen fertig zu werden, ließ sich Lee von seiner Frau scheiden und tat sein Bestes, um zu verschwinden. Für einen Moment scheint es, als würde die Bindung, die er mit seinem Neffen eingeht, ihn vor seiner Vergangenheit retten, aber dies ist kein Hallmark-Film. Im letzten Akt offenbart Lee Patrick die Wahrheit. I can't beat it. I'm sorry. So sehr er sich um seinen Neffen kümmert, er kann seine Depression und Schuld nicht überwinden. Hier gibt es keine einfachen Lösungen oder ein Feel-Good-Ende. Während Manchester by the Sea ein wunderschöner Film ist, ein zweites Mal in diesem Elend zu wühlen, klingt nach den schmerzhaftesten zwei Stunden, die man je erleben konnte. Blade Runner 2049 ist einer der großartigsten Filme, die jemals gedreht wurden, unter der Regie von Denis Villeneuve. Dieser beeindruckende und würdige Nachfolger des Originals von 1982 brachte Richard Deakins einen Oscar, den er immer verdient hatte. Von kargen Wüsten bis zu Neon-Hologrammen ist 2049 eine optisch reiche Welt aus Replikanten und künstlicher Intelligenz, die alle wunderschön in Smog und Lichter der Stadt getaucht wurden. Es ist jedoch nicht genau das, was man einen schnelllebigen Film nennen würde. Man könnte es sogar als Schufterei bezeichnen. Der Film folgt Ryan Gosling als Kay, einem Blade Runner, der über ein Rätsel stolpert, das die ganze Welt revolutionieren könnte. Noch verrückter wird es für ihn, vielleicht im Zentrum einer riesigen Verschwörung. Und während er nach der Wahrheit sucht, trifft er den ursprünglichen Blade Runner Rick Deckard höchstpersönlich. Aber während Kay tatsächlich das Rätsel löst, braucht der Film seine gute Zeit, um zu den Antworten zu gelangen. Blade Runner 2049 ist zwar eine fantastische Science-Fiction-Arbeit, dauert aber fast 3 Stunden. Und selbst das Nachdenken darüber, den Film nochmal anzuschauen, reicht schon aus, um einen etwas schläfrig zu machen. Nachdem sie sich im gruseligsten Club der Welt angesiedelt haben, stolpern die Mitglieder einer Punkrock-Band über eine besonders böse Mordszene. Da sie wissen, dass sie von den alternativ rechten Besitzern nicht freigelassen werden, sperren sich die Bandmitglieder in den Titelraum ein und bereiten sich auf den Krieg vor. Aber Jiu-Jitsu bringt dich nur so weit, bis deine Gegner mit Pistolen und Pitbulls herumlaufen. Mit unseren Helden, die völlig unterlegen sind, entwickelt sich Green Room schnell zu einem blutigen Albtraum aus zerrissenen Kehlen und halb abgetrennten Gliedmaßen. Im Gegensatz zu vielen anderen Horrorfilmen macht der Tod in Green Room keinen Spaß. Diese Kinder schreien vor echten Schmerzen, als sie von Hunden verstümmelt und von Macheten zerhackt werden. Green Room ist fantastisch, aber im Grunde ist der Film so gemein und nihilistisch, wie Film nur sein kann. Und als die Rocker sich schließlich rächen, wurde am Ende so viel Blut an die Wände gespritzt, dass es wahrscheinlich in Red Room umbenannt werden sollte. Silence ist ein leidenschaftliches Projekt von Martin Scorsese. Es enthält keine Gangster, keine dreckigen Polizisten und keine Taxi-Attentäter. Stattdessen spielt die Geschichte um zwei Jesuitenpriester, Pater Rodriguez und Pater Garoub, als sie nach Japan reisen, um einen vermissten Priester, Pater Ferreira, zu finden. Rodriguez' standfester Glauben wird getestet, als er einem rücksichtslosen japanischen Gouverneur in die Hände fällt. Die Ausübung des Christentums in Japan wurde im 17. Jahrhundert mit dem Tod bestraft. Aber der Gouverneur möchte diesen Priester nicht bloß ermorden. Er möchte seinen Geist brechen und ihn dazu bringen, seinen Glauben aufzugeben. Think about the suffering you have inflicted on these people. Just because of your selfish dream of a Christian Japan. Neben der körperlichen Qual hat Pater Rodriguez ständigen geistigen Schmerz. Sollte er seiner Seele abschwören und sie verdammen, um das Leben anderer zu retten? Und warum schweigt Gott inmitten all dieser Schmerzen? Ob ihr ein Gläubiger oder ein Atheist seid, ist Silence eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass der Glaube niemals einfach ist und die Stille des Universums die schmerzhafteste Qual von allen ist. We have our only vision, Padre. Pity you did not notice it. No, no. We just think a different way.